Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Oh no, die Future Stars sind rausgekommen. Und was zeigt hier die Pack-Anzeige? 17 Packs, du musst dich noch um Gegenstände kümmern. Und was muss ich mir noch kümmern? Um die besten Weekend League Rewards, die es jemals in FIFA 20 gegeben hat. Wirklich, das Team of the Week sieht sowas von spannend aus. Neymar ist am Start, möchte ich unbedingt ziehen. Stimmt, Neymar ist ja gar nicht dabei. Du hohle Birne! Da sind Kaliber drinnen, à la Donnarumma und so weiter. Ich habe zum Glück das Glück, dass ich jetzt zum Glück noch ins Menü reinkomme. Sind ja jetzt gerade leider Serverprobleme. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, meine Damen und Herren. Gebt dem Video doch gerne ein Däumchen nach oben. Für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Weil bei mir läuft nicht momentan. Deswegen, ich würde mich sehr, sehr freuen. Für den Algorithmus ein paar Kommentare. Es reicht alleine irgendwie ein Herz oder keine Ahnung was. Part of Family würde mich unnormal freuen, wenn ihr mich supportet. Danke euch dafür. Und ja, dadurch, dass das so ein gutes Dingsbums ist mit den Rewards. Wir nehmen, sollen wir Tabak nehmen? Oder nehmen wir Rating? Ja, nehmen wir Rating. Kein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, außer Donnarumma, wem es da noch gibt. Ich glaube, Ricardo Pereira. Sonst, ich weiß nicht, spricht mich da keiner an. Öffnen wir es einfach. Öffnen wir einfach so spontan. Oh, 86 Player. Player ist ein geiler Player-Pick. Wie ich den jetzt gerissen habe, würde jetzt Mimi sagen. Also, Grüße gehen raus an meine Gladbacher Zuschauer. Eins in den Chat, wenn ihr Gladbach-Fan seid. Feier ich, Leute. Feier ich mega. Player, geiler Player-Pick. 84 und 86 kann man lassen. Aber, Leute. Jetzt wird's interessant. Die Future Stars, unnormal geile Karten sind rausgekommen. Ich muss noch ganz kurz schauen. Rodrigo war und ist eigentlich einer meiner Wunschspieler. Jetzt halt die Frage, wie viel Weakfoot der hat. Rodrigo, ich meine, ja, ich denke nicht, dass ich den ziehen werde, aber schauen wir uns diese Karte trotzdem kurz an. Guckt euch diese geile Karte an, aber 3 Sterne Weakfoot, gut, ist wie eigentlich wie Mohamed Salah, aber geile Balance, geile Beweglichkeit. Wie viel kostet der Bruder? These look be very, 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 very expensive. Kartendesign sieht übelst geil aus, Leute. Schreibt unbedingt eure Meinung zum Kartendesign. Sieht richtig Bob aus. Nehmen wir Silberpack, da ziehen wir jetzt Rodrigo, Leute. Aber Tonali wäre echt eine geile Karte. Zum Ziehen alleine schon. Mega, mega stabil. Sieht echt nach einer Meta-Karte aus. Einer meiner Abonnenten, Grüße gehen raus an Twitch, Batmax, hat Joao, Felix und 3 Informen in einem Pack gehabt. Das war zu wild oder ist zu wild. So, Leute, da haben wir einige spannende Packs. Wenn ich keine Walkouts ziehe, wenn ich nichts über 90 plus ziehe, keine Icon, ich glaube, ich werde Hazard discarden. Player of the Moment Hazard. Wenn das jetzt so ist, dass ich hier nichts ziehe aus diesen 16 Packungen, Packs, weiß nicht, muss ich mir was überlegen. I quit. Boah, ja, war gut bei Friseur, Leute. Was sagt ihr? Kann man lassen, oder? Warte, ist da ein Strich? Ja, sieht man, oder? Kein Walkout Andrande. Okay. Leute, ich muss noch meine Wäsche aufhängen. Was macht ihr heute noch so? Haut mal raus. Aha. Ich habe in FIFA 20 noch nicht mal eine Icon gezogen. Letztes Jahr zum selben Zeitpunkt, ich glaube, ich hatte 7, 8 Ikonen. Der kommt! Kein Walkout! Schade, Marmelade, Spanien, Batra, Casola, Fabian, Erné ist auch am Start. Achso, ja, stimmt, das sieht er ja gar nicht mehr aus wie Erné, ne? Also, ich habe den Ex-Erné gezogen. Aha! Scheiße, Leute. Scheiße, muss ich discarden? Ich habe den Ex-Erné discardet. Was ein geiler Videotitel, oder? Oh mein Gott! Ex-Erné discardet! Das ist zu wild, Leute. Sollte ich echt machen. Kommt nicht! Schade! 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 Warte, was ist das für ein Löckchen? Löckchen, komm mein Glöckchen. Ich weiß nicht, Leute. Die Pizza, die ich gerade gegessen habe, die kommt nicht gut an, ne? Der kommt! Kein Future Star, kein Walkout, Mares. 85er, Leute. 85, 84. Ja gut, bei 85 hätte ich gesagt, okay, ist gut, aber 84 ist schlecht. Warte, ich habe echt Magenprobleme. Huch,
Seltene Goldpack. Nase. Nase. So groß deine Nase, so groß dein Johannes. Oder wie geht der Spruch? Umso größer die Nase, desto größer der Johannes. Hä? Umso größer die Nase des Mannes, umso größer der Johannes. Ich hab keine Ahnung, Leute. Falls wer weiß, schreibt in Kommentare. Megapack. Wenn da jetzt kein Walkout drinnen ist, ja? Der kommt aber zumindest. Das ist kein Walkout, Leute. Zum Glück habe ich nichts rausgesprochen. Cristiano Ronaldo! Knapp. Irgendwie, oh, Bruno Fernandes, Alter. Irgendwie kickt Autismus rein, ne, heute. Irgendwie so, ich weiß nicht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare auf jeden Fall. Der Bruno, frisch gewechselt zu die Manchester United. Ja, United, was sagt ihr? Pato mit Brille? Gut, diese? So, let's go. Wir haben noch nicht mal einen Walkout gezogen. Das ist zu krass. Und das ist nicht mal ein Tafelchen. Falls, mir fehlen da echte Worte. Ich bin sprachlos, Leute. Wirklich, wenn ich da nichts ziehe. Hazard Moments wird uns verlassen, Leute. Ich habe schon gar keinen Bock mehr drauf. Aha, 79. Ja, dann machen wir einfach auf blind. Was ist das? Seltene Megapack. Ich klatsche ihn jetzt raus, den Walkout. Walkout! Ja, Team of the Year im Pack. Weil, Aldum, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Vinyadun heißt so, ne, Leute? Vinyadun. Yeah. Jetzt noch ein Icon dahinter. Wäre zu wild. Zu krass. Oh, Alexander Arnold. Oh, Leute, krankes Liverpool-Pack. Einfach dreimal Liverpool. Huch, viermal Liverpool in einem Pack. Alter, das muss man mir einfach mal nachmachen. Viermal Liverpool in einem Pack. Team of the Week tatsächlich. Len Jo, ich kann seinen Namen gar nicht aussprechen. Ich probiere es gar nicht erstmal. Oh, aber das Pack ist auch stark, Leute. 2x85. Das war richtig, richtig. Das war gut. Aber erst ein Walkout und das war ein 84er UCL-Player. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wer kennt das Lied? Der Sergi. Der Franzose Condogbär, der doch kein Franzose ist. Aha. Ich wollte eigentlich einen Future Star ziehen. Aber ja, es endet in Katastrophe. Wieder nichts. Wieder nicht. Wieder nicht. Wieder nicht. Ich hol das Lasso raus. Ich ziehe Joe Winko. Warte, ich weiß nicht mal, ob ihr euch dieses Video geben könnt, ne? Also ich fühle mich gerade sehr, sehr unwohl, aber Leute, ich bin sehr, sehr gut gelaunt. Rami Matuidi, 85, aber trotzdem. 85, 84, okay. Leute, ich glaube, ich beende meine Karriere, wenn ich nichts Geiles jetzt ziehe. Robertson, Leute, der fünfte Spieler von FC Liverpool, ey. Das ist echt krass. Drei Packs, ey. Drei Packs. Wir haben einen Walkout gezogen. Fünf Liverpool-Spieler. Kein Future Star. Aber er kommt. Ein Walkout? Wer ist das? España. Ramon. Pique. Piquenbauer, Leute. Das ist der einzige echte Walkout, Leute. Es ist einfach Gerard Pique. Schigi, hast du Bock? Komm her, Schigi. Komm, mein Freundchen, komm, mein Freund. Ihr, oh, der nächste Toti. Der nächste Toti, der nächste Toti. Was, willst du mir jetzt Ohr sagen? Willst du mir jetzt Ohr flüstern, oder was? Wir haben Bae gezogen, Bae ist der Maxi. Was sagst du? Ich muss jetzt ein paar... Ja, ich weiß, dass ich dann discarden muss, ja. Ja. Leute, jetzt mal Real Talk, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, 16 Packs gehabt, ne? 16 Packs, wo wir nichts gezogen haben. Ganz ehrlich, wirklich. Die Server werden verkackt. Der Patch, der rauskam, ist eigentlich kein Patch. Der ist eine Vollkatastrophe. Das Pack lag zurückgeschraubt. Das ist zu krass. Zu krass. Wirklich, ich überlege gerade. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf das Spiel. Ne, mir fehlen da echt die Worte. Ich überlege gerade echt, ob ich meine FIFA 20 Karriere beende. Ja. Ja. Da, du gehst gleich mit. Du auch.
war's, glaube ich. Das war's. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Funktioniert gar nichts einfach. Ist einfach ein Skandal. Wirklich. Hauptsache immer alles Geld aufladen und so weiter. Ja. Ciao, Leute. Jo, Brudi, was geht? Bei mir passt alles, ich hoffe, bei dir passt auch alles. Was gibt's? Du willst FIFA spielen? FIFA 20? Ja, aber Bruder, ne? Du weißt, ich habe jetzt so Karriere beendet. Dies, das, macht... Ja, guck, Server funktionieren nicht, Patches für den Arsch. Kein Packler, kein gar nichts, weißt du. Was, du willst mich trainieren? So, dass ich besser werde in FIFA 20, oder was? Aber ich habe gerade Hazard discarded, Neymar habe ich discarded, Mané, Kanté, Firmino, ich habe alle discarded, Bruder. Was? Ich kann's recovern? Ich kann die Discards wieder zurückziehen, oder was? Okay, Bruder, ich habe jetzt wieder Bock auf FIFA zu spielen, ne? Gut, gib mir ein paar Minuten, dann trainieren wir. Bis dann, ciao! So, meine Freunde, ja, war. Ist ein bisschen ein reißerischer Titel, aber auch nur aus dem Grund, weil ich jeden noch so heftigen Steinzeitmenschen informieren möchte, dass man auch die Skade des Spielers quasi wieder recovern kann. Also man kann es zurückziehen, man hat 5 quasi Discards verbleibend. Ich glaube, alle 30 Tage kann man sich 5 wieder zurückholen. Mein Motiv jetzt für das Ganze ist, dass ich euch darauf aufmerksam machen möchte, dass man 5 Discards wieder zurückziehen kann, ne? Weil sonst hätte ich das niemals gemacht, glaube ich. Aber ich bin mal gespannt, Freunde. Wer hat es irgendwie abgekauft? Wer hat mir das jetzt abgekauft, dass ich das jetzt einfach beinhart durchgezogen habe? Seid ganz, ganz ehrlich in den Kommentaren, ne? Und würde mich natürlich freuen. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Ihr wisst ja, dient alles zur Unterhaltung, bipapo. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Also hier in der Web-App geht ihr dann auf Club. Hier Quick Sell Recovery. Und da geht man hin. Und das sind dann quasi alle, die ich jetzt gerade beim Pack Opening discarded habe. Und jetzt dann noch eben meine anderen 5 Spieler. Die sind wieder im Verein zurück. Schade, dass wir Tonali, Joao Felix oder so nicht gezogen haben. Sehr, sehr bitter. Kannst du nichts machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Ich bin jetzt beim E-Bundesliga-Finale. Folgt mir unbedingt auf Instagram. Dort seht ihr alles rund um das E-Bundesliga-Finale. Ich wünsche euch was. Ciao!